Servus Leute, ich bin Nathan und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute wieder eine Folge Minecraft Alpha. Jedoch kann es möglich, also jedoch, nein, nicht jedoch kann, denn es wird wahrscheinlich so sein, ist dies eine der letzten Folgen von Minecraft Alpha. Und ja, ich werde das Projekt hier nicht direkt, sagen wir mal, komplett stilllegen. Ich werde es nur, sagen wir mal, so jetzt, ja, sagen wir mal, irgendwann werde ich vielleicht mal wieder hier spielen, vielleicht im Livestream und so, vielleicht aber auch gestern im Livestream hier ein bisschen gezockt. Ich weiß nicht, was ich im Livestream mache, also was ich gemacht habe, weil für mich ist der Livestream ja erst morgen. Ja, und ich will jetzt hier einfach nur ein kleines kann man den Tasten nicht drücken. Kurzen Überblick haben, was wir hier alles jetzt in, ja, in Dreivierteljahr circa, was wir hier alles so gemacht haben. Angefangen mit der ersten Sache, die ich hier in dieser Welt gemacht habe. Meinem Starterhaus, wo immer noch ein Fenster fehlt und immer noch die Enderchests drin stehen, die ich eigentlich schon vor. Wie viele Folgen wollte ich die abbauen? 20? Könnte es hinkommen? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das hier war so mein Starterhaus. Ist ein bisschen basic. So ist halt nur ein Starterhaus. Also das Haus ist nicht gerade viel größer als das hier. Aber ja. Das hier war mein Starterhaus. Ich war damals eigentlich recht stolz, sag ich jetzt mal, darauf. Jedoch muss sagen, in dem Dreivierteljahr habt auch so, also auch so was ich so bautechnisch angeht, hat sich da schon was geändert. Natürlich, das war jetzt einfach nur so ein Schnell-Schnell-Haus, weil ich halt eins gerne gemacht, gerne gebraucht habe. Und wenn man es jetzt mal damit vergleicht, wie es am Anfang, wie es auch generell hier am Anfang aussah, ich werde auch gleich nochmal am Ende hier rüberfliegen, damit man nochmal schon so einen Überblick hat. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Sicherheitskopie, ob ich noch einen alten Kopiestand davon habe. Ich weiß nicht. Kann sein, aber ich weiß es ehrlich nicht. Ja. Auf jeden Fall. Das hier war halt mein Starterhaus. Dann haben wir auch das Endportal. Also jetzt nicht, wie es hier jetzt aussieht, haben wir hingebaut. Sondern nur halt das Endportal an sich. So dekoriert haben wir es ja erst vor ein paar Folgen. Eine der Sachen, die auch relativ zeitig dann gekommen sind. Dazu gekommen ist halt eben auch hier meine Kuhfarm, Kuhgehege, Kuhfarm kann man es jetzt nicht nennen. Ich gehe einfach mit Weizen und fertig. Ja, so die Kühe und die Schafe. Da habe ich, glaube ich, größtenteils gemacht, weil, boah, keine Ahnung, warum ich die gemacht habe. Soll ich jetzt ehrlich nicht mehr. Ah ja, wegen den Betten drüben beim Village wird es dann auch gleich nochmal hinkommen. Auch relativ früh ist der hier entstanden, wo halt recht gut Chicken kommt. Ist jetzt nicht gerade das Allermeiste, aber es funktioniert gut. Wenn ich online bin, läuft die Farm da, weil der Spawn ist irgendwo hier hinten. Ich weiß nicht genau, wo der Spawn ist. Ich habe auch die Koordinaten davon nicht. Und ja, auch etwas, was ich ziemlich gut gemacht habe, war hier dieses wirklich schon ziemlich große Zuckerrohrfeld, wo ich ehrlich sagen muss. Es hätte nicht so groß werden müssen. Vor allem da man da gefühlt 3 Jahre braucht, bis man das alles abgefarmt hat. Tja, ich glaube ich effizienter gewesen wäre, hätte ich eine AFK-Farm damit gebaut. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Redstone und ja, war generell da nicht so der reichste an Materials. Schau ich mal kurz, weil ein. Danach sieht das alles natürlich nicht so schön aus wie jetzt halt am Tag. Zu dem Haus hier kommen wir auch noch gleich, aber ja. Vielleicht werde ich hier auch noch kurz mit hier so eine kleine Art Rundflug machen mit der Replay-Mod. Also damit es halt ein etwas schönere Rundflug gibt. Ja, und dann hat sich ehrlich gesagt längere Zeit mal überhaupt gar nichts getan, so mäßig, so was sich geändert hat und so. Natürlich, das Feld steht ja auch schon seit gefühlter Anfang an.
Und ja, da hat sie halt eine Zeit lang nichts getan. Die Zeit habe ich dann halt hier ziemlich viel gearbeitet. Da habe ich da, also als ich dort gearbeitet habe, habe ich in jeder Folge, wo ich mit Villagern getradet habe, habe ich immer mindestens eine Dreiviertelstunde reingesteckt. Mindestens. Natürlich, sagen wir mal, aktuell kann ich so viel Zeit nicht in die Videos leider reinstecken. Und natürlich auch leider, weil Schule Stress macht. Ja, der Nachteil habe ich jetzt Ferien, also wird es eventuell vielleicht 2 bis 3 Streams in den nächsten Wochen geben. Jedoch kann ich da auch nichts versprechen, da ich halt eben auch noch ziemlich viel sonstiges außerschulisches so um die Ohren habe. Aber ich kann nicht versprechen, dass, wenn ich mit der Schule durch bin, dass dann auf jeden Fall auch die Videos etwas besser werden von der Qualität her und so. Also generell sich da alles ein bisschen ändern wird, da ich dort dann halt eben mehr Zeit habe, die wo ich in meine Videos auch investieren kann. Weil aktuell geht ziemlich viel Zeit durch. Vor allem Lernen drauf. Ja, na, im Villager haben wir auch einiges getan. Eine Sache, die auch relativ, ja, auch, ja, so relativ mittig zum Projekt, sage ich jetzt mal aktuell gesehen, gekommen ist, ist das Konstrukt hier eine überirdische Creeper Farm. Und ich bin eigentlich damit überlegen gewesen, ob ich sie überirdisch oder nicht unterirdisch mache. Und ich glaube, überirdisch war es ein bisschen besser, weil, ja, naja, es sieht zwar nicht unbedingt schön aus und so, aber ja, sie wirft auch recht gut ab. Ich glaube, ich habe länger nicht mehr da reingeschaut. Okay. Stimmt, ich habe es ja deaktiviert. Man kann ja mit dem Schalter einfach deaktivieren. Ja. Ja, eine Sache, die auch relativ zeitnah nach der Camporter Farm entstanden ist, ist hier die Zombie Farm, wo wir zuerst am Anfang einen relativ schlechten Prototypen hatten, der wirklich nicht so super war. Aber dann halt eben ich dieses Design dann nochmal offscreen gebaut habe. Und das jetzt auch gut funktioniert, jetzt vor allem da auch die ganzen Villager da gescheit drin sind. Ja, die produziert halt gut Eisen. Und ja, als wir die dann halt hatten, ja, na klar, zwischendurch sind auch so Sachen passiert, wie zum Beispiel, dass ich hier ausgeleuchtet habe und so, im Beacon mir rangeholt habe. Oh, ja, meist top. Ich habe vergessen, vorhin aus dem Discord-Call rauszukommen, weil kurz eine kurze Unterbrechung. Und ja, ich habe vergessen, aus dem Discord-Call rauszugehen. Jetzt bin ich gekickt aus dem Discord-Call. Ja. Ja. Da habe ich halt eben hier ein bisschen ausgeleuchtet. Und so. So. Ja. Ja, ja. Eine Sache, die ja auch noch etwas später, also auch erst vor kürzerer Zeit passiert ist, war dann auch hier so, dass ich ein bisschen mir gedacht habe, ja, ich verschönere mal diese ganze Umgebung ein wenig und zwar mit einer kleinen Mine, die ich sagen muss, wirklich echt gut gelungen ist. Ja, sieht echt schön aus. So dieses wirklich, das Design von einer Höhle. Ja, mit den Laternen und so. Ich finde, mit den Zahlen kann man einfach ultra gut bauen. Ja. Und auch in derselben Folge ist auch hier das Nether-Portal entstanden. Würde ich ehrlich sagen muss, es sieht schon aus, es ist zwar klein, aber es geht. Wenn man sich so anschaut, finde ich es eigentlich schon schöner, als so ein stinknormales Portal stehen zu haben. Ja, so ein bisschen ein Netherrack Soul Sand, soll. Ja, da bin ich eigentlich auch schon ein bisschen so stolz darauf, weil ja, normalerweise bin ich jetzt nicht so der wo die ultra krassen Deko-Sachen hinhaut. Ja, dann, ja, davor es ist halt. Jetzt bin ich ein bisschen aus eigentlich im Rhythmus gekommen, den ich eigentlich vorhatte. Aber na egal. Zwischendurch ist halt auch das Haus hier entstanden, wo ich halt hier mich so ein bisschen eingerichtet habe und so. Betonung liegt halt wirklich auch ein bisschen, weil ja, ein Enchantment-Table, ein einfach nur ein Bett. Aber ich bin ehrlich, ich bin nicht so der krasse Architekt in Minecraft. Ich bin eher jemand, der gerne auf so äußere Sachen geht. Und zum. Hey, es regt mich so auf, dass ich keinen One-Hit-Bogen habe.
Ist der Creeper? Hä? Wo kann der spawnen? Keine Ahnung, ich will mir das dann auf Screen nochmal kurz anschauen, wo der theoretisch gespawnt ist. Wow. Boah, boah, Hilfe. Junge. Ist ja ultra gefährlich. Muss ich unten unbedingt mal ausleuchten. Hilfe. Okay. Ja, ja, der hat mir jetzt ein bisschen die Creeper jetzt ein bisschen rausgeschmissen, aber naja. Hier drin. Ach, stimmt, hier ist. Ich habe doch hier schon eine Kieskiste. Da ist anscheinend ein bisschen Kies übergefluppert. Rübergeschwappt, I don't know. Ja, die Eisenbahn ist halt hier auch am Lager angeschlossen und die produziert einiges, weil man sieht, hier sind zwei Kisten von Teils befüllt, die produzieren manchmal schon ein bisschen viel. Ja. Aber ja, hier ist es ein bisschen leer, ich weiß, ich weiß. Ich hatte eigentlich auch vor, das mal in einem Stream ein bisschen auszudekorieren, jedoch ist daraus auch irgendwie nie so richtig was geworden. Da ich halt einfach manchmal einfach nur ein bisschen faul bin und ich im Stream auch irgendwie gar nichts irgendwie mich daran erinnert habe, das auszubauen. Ja, aber das war's jetzt eigentlich mit dem Video. Jetzt nochmal hier eine kurze kleine, also zum Schluss halt hier jetzt nach der Hauptmod, noch so eine kleine Timelapse hin basteln, wo ihr nochmal alles so mit einer schönen Rundflug mit der Replay-Mod so eine Art Timelapse halt sehen könnt damit. Weil hier kann ich jetzt eher etwas schlecht rumfliegen und das wäre noch nicht so schön smooth. Außerdem, was ich auch noch sagen wollte, ich habe jetzt vor, auch so einen Shorts-Kanal, so mit den YouTube-Shorts, zu machen. Jedoch existiert dieser Kanal erstens noch nicht, auch wahrscheinlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo jetzt das Video herauskommt. Ja, vielleicht existiert er schon, vielleicht auch nicht. Aber ich habe davor, so ein paar Shorts hochzuladen, wo ich halt so kleine, so vielleicht 30 Sekunden Minecraft-Sketche hochlade, aber der Kanal existiert noch nicht. Vielleicht ab nächster Woche, vielleicht werde ich irgendwann mal mehr Zeit haben. Es ist jetzt so ein kleines Projekt, was ich halt noch so nebenbei machen will, weil ich irgendwie halt gerade Bock auf diesen ganzen Stuff habe. Ja, auf jeden Fall war es mit dem Video, jetzt noch eine kleine Timelapse und dann würde ich schon mal sagen, haut rein und Servus, Leute.